Warum macht man Anfang des 21. Jahrhunderts eine Ausstellung über 7 weiße Männer, die im 19. Jahrhundert gemalt haben? In Zeiten, wo wir mit dem Brexit und Nationalismen mit ganz anderen Problemen eigentlich zu tun haben. Wir tauchen ein in eine Welt des 19. Jahrhunderts, als sich junge Männer sozial hochgearbeitet haben und zu internationalem Ruhm gekommen sind und mit diesem Ruhm viel Gutes für andere Künstler und auch Künstlerinnen getan haben. So sehr, dass als sie gestorben sind, man sie als Volk zu Grabe getragen hat und in Erinnerung behalten wollte, wie sie gelebt und gewirkt haben zu Zeiten, als man noch Schlange stand, um ihre Bilder im Original sehen zu können, die heute hinter Mauern verschwinden und im Depot. Repräsentatives Wohnen und Arbeiten gehörten zur Imagebildung der Malerfürsten. Ihre prachtvollen Wohnungen, Häuser oder Villen waren mit erlesenen Möbeln, Antiquitäten und kostbaren Gegenständen eingerichtet. Natürlich spielten individuelle Rahmenbedingungen, persönlicher Stil und Sammlungsvorlieben eine große Rolle. Wir sind hier im Jan Matejko-Haus. Das liegt mitten in Krakau zwischen dem Florianstor und der Marienkirche. Und hier in diesem Haus wurde der Maler Jan Matejko geboren. Als er ein erfolgreicher Künstler war, hat er dieses Haus für sich und seine Familie neu ausbauen und ausstatten lassen. Und zu den schönsten Räumen hier gehört der repräsentative Salon. Und nebenan in einem kleinen Raum ist er 1893 gestorben. Kurz danach gab es bereits Pläne, dieses Haus in ein Museum umzuwandeln. Wie es dazu kam, das erzählt uns die Leiterin des Hauses, Frau Marta Kłak-Ambruszkiewicz. Wie kam es dazu, dass dieses Haus bereits kurze Zeit nach dem Tod von Jan Matejko zu einem Museum wurde? Bereits zum Zeitpunkt der Beisetzung von Jan Matejko 1893 gab es verschiedene Ideen, eine Art Denkmal für den Künstler zu schaffen, darunter die eines Museums, vergleichbar mit ähnlichen Häusern in Europa. Sie kam von dem Kunsthistoriker und ehemaligen Mitarbeiter Matejkos, Marian Sokołowski, dem Begründer des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Krakau, und wurde angenommen. Zahlreiche Volontäre, ehemalige Schüler und vor allem Polen in der ganzen Welt haben sich der Umsetzung gewidmet. Welche Bedeutung hat das Matejko-Haus innerhalb des Krakauer Nationalmuseums und in Polen und Europa als biografisches Museum? Es ist eines der ältesten Museen in Krakau. Im Jahr 1904 wurde es dank einer Schenkung Teil des Nationalmuseums. Das Matejko-Haus ist das führende und älteste biografische Museum in Polen, das mit der reichsten Sammlung, gewidmet dem herausragendsten Künstler Polens. Wir sind hier im Atelier, das Matejko selbst entworfen hat. Wie entstanden seine Bilder? Es war ein langer Prozess. Er studierte genau die historischen Quellen, benutzte seine Skizzenbücher mit Kostüm- und Objektstudien, lieh weitere Kostüme aus, machte Figurenstudien nach Modellen, Skizzen der Objekte. Dann entstanden Kompositionsskizzen, Ölskizzen und schließlich das Gemälde. Wenn wir heute diese vielen Studien und Skizzen in Bewegung setzen würden, könnte ein Film daraus entstehen. In den Krakauer Tuchhallen, einer weiteren Abteilung des Nationalmuseums, befinden sich die monumentalen Werke Matejkos. Die preußische Huldigung stiftete der Künstler der polnischen Nation, um eine Spendenaktion zugunsten der Restaurierung des Krakauer Königsschlosses anzuregen. Ebenfalls in den Tuchhallen befindet sich eines der letzten großen Werke von Jan Matejko, das den Sieg der polnischen Armee unter der Führung des Freiheitskämpfers Tadeusz Kościuszko über das russische Heer im Jahr 1794 zeigt. Eine andere malerfürstliche Residenz ließ sich Franz von Lenbach in München bauen. Er pendelte ursprünglich viel zwischen München, Wien, Berlin und Rom, hatte sowohl hier in München als auch in Rom ein Atelier. Aber Ende der 80er Jahre entschied er sich endgültig für München. Er schrieb dazu: "Ich gedenke, mir einen Palast zu bauen, der das Dagewesene in den Schatten stellen wird."
Zusammen mit Gabriel von Seidel, einem damals sehr prominenten Architekten in München, schuf Franz von Lehnbach dieses großartige Haus mit einem Prachtatelier und repräsentativen Wohnräumen. Das Vorbild waren italienische Landvillen. Die Anlage bestand aus zwei getrennten Komplexen. Dem Mitteltrakt, in dem sich die Wohn- und Repräsentationsräume befanden, und einem linken Flügel mit dem Ateliertrakt. Im Jahr 1924 schenkte Lehnbachs Witwe Lolo der Stadt München die Sammlungen und die Gemälde des Künstlers. In diesem Jahr entstand auch der rechte Flügel der Anlage, der die Bestände der 1929 im Lehnbachhaus eröffneten Städtischen Galerie aufnahm. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde nicht mehr die gesamte Villenanlage wieder aufgebaut, sondern nur Teile des Wohntraktes in reduzierter Form. Erst in den 1990er Jahren hat man anhand historischer Aufnahmen einige Räume rekonstruiert. Der rote und der grüne Raum, der Gobelinraum und ein Vorraum vermitteln einen guten Eindruck von der prachtvollen Inneneinrichtung, die viele Besucher begeistert hat. Das harmonische Miteinander der Werke Lehnbachs, seiner Kopien nach alten Meistern, der Antiquitäten, kostbaren Möbel und Gobelins spiegelte die Vorstellung des Künstlers über die Präsentation von Kunstwerken. Auch Friedrich August von Kaulbach beauftragte Gabriel von Seidel mit dem Bau einer prachtvollen Residenz, deren Vorbild römische Villen waren. Dieser malerfürstliche Wohnsitz war ebenfalls mit kostbaren Gemälden, Antiquitäten und Gobelins ausgestattet. Im ersten Stockwerk befand sich das große Prunkatelier. Seit 1988 beherbergt die Villa das historische Kolleg. Neben seiner herrschaftlichen Villa in München besaß Kaulbach auch einen Landsitz hier in Ohlstadt. Er war passionierter Jäger und hatte hier eine Jagdhütte, entschloss sich dann Ende des 19. Jahrhunderts hier einen Landsitz zu bauen. Im bescheidenen bäuerlichen Stil, jedoch ergänzt durch einen großen Garten, eine Kegelbahn und einen Swimmingpool. Das Herzstück dieses Hauses bildet das 100 Quadratmeter große Atelier, das Kaulbach mit Renaissance, Neorenaissance und selbst entworfenen Möbeln im Bauernstil eingerichtet hatte. Heute sieht man hier zahlreiche Gemälde, denn in diesem Haus befindet sich der künstlerische Nachlass von Kaulbach, der bis 1992 von seiner Tochter Hedda verwaltet wurde. Nach der Reise durch die Künstlerhäuser in Krakau, München und Ohlstadt sind wir jetzt in der Bundeskunsthalle an die historische Neubewertung dran. Die Gattung Malerfürsten könnte es heute nicht mehr geben. In einer Zeit, wo Fürsten von ihrem Thron gestoßen werden, müssen wir tatsächlich Malerfürsten als ein historisches Phänomen betrachten. Als eine Gattung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts sich selber inszeniert hat. Fürstlich, königlich aufgetreten ist und üppig gemalt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zuerst mal eine kritische Beobachtung dieser Gruppe von Künstlern. Und heute sind wir dran, diese internationale Gruppe von Künstlern als gesamthafte Marke noch mal einmal neu zu bewerten. Hier in der Bundeskunsthalle, hier in der Ausstellung Malerfürsten.